Liebe Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt's mal Reibekuchen. Und das in der Pfanne gebraten mit Salami und ordentlich Käse. Für uns perfekt fürs Frühstück, aber auch mittags und zum Abendbrot wunderbar. Ihr wollt sehen, wie es funktioniert? Dann bleibt dran. Und los geht's. Ich befreie zwei mittelgroße Kartoffeln von der Schale. Und für dieses Rezept verwende ich zwei mittelgroße Kartoffeln. Das entspricht dann später circa 4 Portionen in der Pfanne. Im Anschluss könnt ihr mit der Reibe die beiden Kartoffeln reiben. Und achtet drauf, da kommt einiges an Wasser raus. Ihr könnt es auch in der Schüssel machen, da könnt ihr das gleich auffangen. Ich mache das auf dem Brett. Dann habe ich meistens einen sicheren Stand und das macht mir das Reiben einfacher. Fertig. Jetzt machen wir die Reibe noch schön sauber, dass wir ja nichts an Kartoffeln verpassen. Drücken die Kartoffelmasse aus, pressen sozusagen das Wasser raus. Und dann kommt alles in eine Schüssel. Nun reiben wir eine Handvoll Salami und eine Handvoll Gouda oder Emmentaler, was ihr da habt. Ihr könnt es auch mit Parmesan machen, kommt auch gut. Das kommt auch alles in die Schüssel. Ein ganzes Ei dazu und jetzt können wir das noch ordentlich salzen und pfeffern, je nach eurem Geschmack. Nur eine Prise Salz, eine Prise Pfeffer. Zum Schluss füge ich jetzt noch einen gehäuften Esslöffel Mehl hinzu. Und nun könnt ihr alles gründlich vermengen. Nun erhitzen wir eine Pfanne und ich brate das jetzt mit Butterschmalz an. Ihr könnt natürlich auch Öl verwenden. Das ist euch überlassen. Wir warten, bis die Pfanne richtig heiß ist. Nun könnt ihr in der Hand eure Reibekuchen formen und in der Pfanne von jeder Seite goldbraun anbraten. Ihr seht, da läuft sogar der Käse schon bereits raus. Jetzt könnt ihr den Ofen von der Temperatur runterdrehen. Ich habe ca. die Hälfte genommen, das ist bei mir die 5. Und dann noch so lange weiter garen, bis der Käse schön zerlaufen ist. Das seht ihr, wenn er rausläuft. Und die Reibekuchen goldgelb sind. Die Reibekuchen sollten schon auf kleiner Hitze ca. 5 bis 6 Minuten in der Pfanne gegart werden, damit die Kartoffeln auch durchziehen. Und dann könnt ihr eigentlich loslegen. Raus aus der Pfanne, noch ein bisschen trocken tupfen, Öl entfernen und guten Appetit. Hat euch das Video gefallen?
Lasst mal einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und wir sehen uns später. Vielen Dank!